Jenes Börnik zog im vergangenen Januar für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Borussia Dortmund zu Zweitligist Dynamo Dresden. Anders als zuvor beim BVB kam der 21-Jährige dort auf viele Einsatzminuten und konnte sich spielerisch auszeichnen. Nun finden Gespräche über seine Zukunft statt. Der Linksfuß tendiert offenbar dazu, seine Zelte zur neuen Spielzeit endgültig beim deutschen Wiesemeister abzubrechen und fest nach Dresden zu wechseln. Klar, für mich ist es in diesem Alter wichtig zu spielen, zitiert Bild. Im Falle einer Rückkehr zum BVB muss sich der Mittelfeldspieler schließlich erneut dem enormen Konkurrenzkampf stellen. Mit Thomas Delaney, Axel Witzel, Mahmoud Dahoud und Julian Weigel stehen gleich vier erfahrene Spieler vor Börnik in der Rangliste. Auf dessen Ausweichposition links in der Abwehrkette hat sich Dortmund unlängst mit Nationalspieler Nico Schulz verstärkt. Dynamo Dresden ist dem Bericht zufolge bereit, Börnik fest zu verpflichten. Demnach könnte die Ablösesumme bei knapp unter 500.000 Euro liegen. Sein Vertrag beim BVB läuft im Sommer 2020 aus. Auch wenn die Zeichen nun auf Abschied stehen, hält Börnik dennoch weiter regen Kontakt zu Teilen der Dortmunder Mannschaft, so auch zu Innenverteidiger Ömer Topak, mit dem er oft über Videoanrufe telefoniere. Er war mein Sitznachbar in Dortmund. Ich bin froh darüber, einen Spieler mit so viel Erfahrung zu hören. Das hilft einfach, so Börnik weiter. Ratschläge hole sich der U20-Nationalspieler zudem von seinem Vater sowie DFB-Coach Thomas Nürnberg ein, der ihm dem Bericht zufolge auch zu einem Abschied aus Dortmund geraten hat. Let's block it's why.